herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich natürlich wieder sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr müsst wirklich einen super Geschmack haben, wenn ihr wirklich jedes OX-Charlie-Video schaut. Oder ihr wisst einfach nicht, was gutes Entertainment ist. Ich meine, wenn ich mir mal die 1 Million Abonnenten auf Chaosfreaks Kanal anschaue, dann weiß ich natürlich schon, dass es viele Leute gibt, die gut entertained werden wollen. Wenn ich mir dann so 3000 Charlies angucke, denke ich mir dann so, ay caramba. Denn ich meine, wenn ich mir die Vorwahlergebnisse in den USA angucke, denke ich mir einfach nur so, Alter, wie viele dumme Leute gibt es denn? Dann gucke ich mir die Wahlergebnisse in Sachsen-Anhalt an und denke mir so, Alter, wie viele dumme Leute gibt es denn? Dann gucke ich mir die Aufrufzahlen und Like-Zahlen bei OX-Charlie an und dann denke ich mir wirklich, Alter, wie viele dumme Leute es gibt. Aber ich habe mal auf Facebook gefragt, was sie so über mich denkt. Also ich habe quasi geschrieben, Charlie ist Doppelpunkt und dann solltet ihr den Satz so beenden. Da gab es jetzt insgesamt über 130 Kommentare und ich bin wirklich super motiviert, die alle durchzulesen. Eigentlich so super motiviert, wie ich vor jedem Video bin. Ay caramba. Na, dann wollen wir mal. Charlie ist rot. Das fängt ja schon mal super an. Darauf erstmal ein Effekt. Charlie ist im Endeffekt ein nicer Boy. Oh ja, Luxus. Charlie ist in einer Schokoladenfabrik. Es ist wirklich okay. Es ist wirklich okay. Max, du hast jetzt 3000 Abos. Da gibt's nun mal die ein oder anderen Monstertrinker unter denen. Charlie ist Styler. Bin ich wirklich so heftig wie Stylers oder was? Yusufs Leute, hier ist wieder euer Stylus und willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr schneller die Dark Matter Tarnung bekommen könnt. Charlie ist der letzte überlebende Red Hat Beschützer. Was zum Fick? Also ich meine, ich verstehe den Sinn davon schon. Ich meine so mit Red Hats aussterben und was weiß ich da. Aber der letzte Red Hat Beschützer? Ich meine, ich stelle mir das so bildlich einfach extrem cool vor. Ich stehe so auf so einem Berg mit so einer riesigen Rüstung oder irgendwie sowas. Am Fuße des Bergs dann so das Volk der Red Hats. Und die kleinen Charlies. So erlebten alle vier Nationen zusammen glücklich in Frieden. UX Charlie, der letzte Überlebende. Wächter der Red Hats. Und der letzten 3000 Charlies. Oh wow, ich glaube, ich muss echt mehr schlafen. Wie findet ihr übrigens meine Effekttarnung? Ist nice, ne? Charlie ist wie ein Waffeleisen. Wenn es rot wird, ist es heiß. Ja. Guck, kann ich nicht einfach normale Abonnenten haben? Die sollen einfach jedes Video kaputt liken, bis zum geht nicht mehr, dann ihren kleinen Freunden schicken, dann mir peinliche Instagram-Fanpages erstellen, einfach jeden Merchandise-Shop von mir leer kaufen, egal wie beschissen das Motiv ist. Von der I'm more ginger than you Cappy bis zur Socke wird alles gekauft. Und wenn ich in den Kommentaren irgendwie kritisiert werde, dann wird der Typ so gehatet von meinen Fanboys. Genau sowas möchte ich. Einfach irgendwelche naiven Abonnenten, aber nein, ich bekomme sowas. Ay caramba. Charlie ist ein Lügner, der behauptet, dass wenn man über seinen Amazon-Link kauft, dass er sich dann einen Snickers leisten kann. Ja, stimmt, Dioa. Lass mal gucken, was ich im letzten Monat durch Amazon-Links verdient habe. Oder generell, was ich überhaupt mit YouTube im letzten Monat verdient habe. Ja, das stimmt, ich bin ein Lügner. Ich kann mir nicht mal einen Snickers von meinem YouTube-Geld kaufen. Dankeschön. Warum setze ich mich jede Woche eigentlich hier noch hin, Alter? Denk an das Effekt, Charlie, denk an das Effekt. Charlie ist Ketchup-Kopf. Ich denke mal, damit meint sie das eine Kommentar, was jemand unter ein Video von mir geschrieben hat. Da hat jemand gesagt, ich bin ein seelenloser Ketchup-Kopf. Jetzt mal auf Ernst, Leute, bin ich ein Ketchup-Kopf? Die Ironie ist hierbei auch, dass der Typ, der mir das geschrieben hat, einfach mal einen Snickers als Profilbild hat. Und das fand ich denn eher beleidigend. Aber jetzt mal auf Ernst, Leute, bin ich ein Ketchup-Kopf? Also ich meine, ich kann die Wahrheit vertragen. Es ist wirklich in Ordnung. Also ich meine, echt jetzt, ich habe 3000 Abonnenten genug Effekt, was soll mir groß passieren, ne? Mein Ketchup ist cool, so von Heinz oder McDonalds oder so. Charlie ist ein rothaariges, zierliches Wesen, welches sich ausschließlich von Effektartikeln ernährt. Sagen behaupten, dass Charlie in der Geburt in Effekt getauft wurden, um eine lange Lebenszeit zu begünstigen. Wenn ihn langweilig ist, spielt sie COD und machen gelegentlich ein paar YouTube-Videos. Zeugen behaupten, dass sie... Gott, Alter. Zeugen behaupten, dass sie eine Beule in der Hose eines Charlies gesehen haben, wenn er in der Nähe eines Effektartikels war. Quelle Wikipedia. Junge, Junge, Junge. Genau, das habe ich ganz vergessen. Bestimmt gibt es bald so Fanfiction mit Effekt und mir und UX und Vanity und ich als Hauptfigur. Ja, das stelle ich mir sehr cool vor. So, und jetzt das Letzte. Charlie ist mein privater... So, ich hoffe, das ganze Video hat euch wie immer gefallen. Wenn ihr gegen die Privatisierung von rothaarigen Mitbürgern seid, dann lasst einfach mal eine Bewertung da. Oh, get fucking red. Get fucking red. Oder natürlich auch generell, wenn euch diese Bereicherung an YouTube Deutschland wie immer gefallen hat und wollt, dass dieser Content weiterhin besteht, dann lasst einfach eine Bewertung hier auf diesem Video da. Beim letzten Video über 260 Likes bei 800 Aufrufen oder so. Echt unglaublich, Alter. Ich meine, ich kenne nicht mal 260 Leute, geschweige denn mögen mich. Aber das war's mal wieder von eurem UX Ketchup-Kopf. Ihr könnt mir auch mal so Charlie ist Kommentare in den Kommentaren jetzt hier auf YouTube da lassen. Also so als Beispiel, ich sage jetzt Charlie ist Doppelpunkt und ihr sagt jetzt zum Beispiel ein Bastard, ein blöder Wichser, ein scheiß Redhead, was weiß ich ja. Aber das war's von hier. In der Killcam werde ich jetzt noch von der Dingo getötet. Tschüssi. No, no, no. They want me dead or alive. They want me dead or alive. I'm just trying to survive. You niggas falling behind. Liebe dich. Oh, shit.